Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Carnivore Montag. Wie ihr seht, ich bin wieder unterwegs für euch. Und zwar habt ihr mich gefragt, was man am besten in der Carnivore-Ernährung essen kann. Um euch das zu zeigen, werde ich jetzt mal an zwei verschiedene Orte gehen, um euch so ein bisschen ein Kontrastprogramm zu zeigen. Und zwar das, wie ich einkaufen gehe. Ich nehme euch einfach mit. Und wir sehen einfach mal, ja, was ich euch empfehlen kann. Wir sprechen über ein paar Dinge. Und ich zeige euch mal ein Kontrastprogramm zwischen zwei verschiedenen Arten einzukaufen. Einmal einem Discounter und ein Metzger meiner Wahl. Ich benutze beides. Wie gesagt, den Discounter, wenn es schnell gehen muss und wenn ich auch andere Dinge brauche. Auch da wechsle ich ab und zu durch, aber bei dem kaufe ich am meisten. Und das andere ist, wie gesagt, einer der Metzger, mit denen ich arbeite, wo ich wirklich, wirklich großes Vertrauen zu habe. Und ja, dann lasst euch mal überraschen. Wir sehen uns gleich im Laden. Beginnen wir mal hier. Hier sind zum Beispiel solche Angebote. Hier haben wir zum Beispiel einen ringgetrockneten Salami. Es ist halt so, generell ist das natürlich Fleisch in erster Linie. Aber ich persönlich esse es nicht, weil es kein Biofleisch ist, aber davon mal ganz unabhängig muss man hier natürlich immer schauen, was drin ist. Und wenn man das hier sieht, das Problem, was man immer wieder hat, wie ihr hier seht, ist Zucker drin. Und Zucker ist natürlich dann direkt raus, abgesehen davon, dass hier natürlich auch Laktose noch drin ist, Dextrose, also hier sind noch verschiedene Zuckerarten sogar drin. Darum sind solche Sachen in der karnivoren Ernährung auf jeden Fall immer raus. Genauso wie solche Produkte. Ist auch sehr schön, man denkt sich auch, ist die Wurst vom Lande, das heißt, es hat irgendwas mit dem Land zu tun. Aber auch hier, es hat 80% Schweinefleisch, das heißt, ihr müsst euch überlegen, bei Carnivore wollt ihr halt Fleisch essen. Das sind nur 80%. 20% hiervon ist wirklich Mist. Gut, Trinkwasser ist okay. Speisesalz, also hier sind verschiedene Salze drin, die euch dazu auch bringen, das mehr zu essen. Dann Zucker, Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisatoren. Also das hat auch in der carnivoren Ernährung nichts zu verloren. Nichts verloren. So, dann hat man hier solche Dinger. Das heißt, auch hier hat man jetzt ein Thunfischfilet. Im Prinzip ist ja Thunfisch auch eine gute Sache, aber hier hat man halt das Problem, dass es mit Zitronen und schwarzem Pfeffer ist. Das heißt, das ist auch etwas, was man auf jeden Fall tun nichts haben sollte, weil es natürlich Olivenöl. Das heißt, es hat auch in der karnivoren Ernährung soweit erstmal nichts verloren. Also das ist so ähnlich wie bei diesen Dingen auch. Also immer, wenn ihr irgendwas in Tomatencreme habt, ist es halt raus. Gut, jetzt sind wir hier vor dem Regal mit der Werbung, also mit den runtergesetzten Sachen. Hier könnt ihr im Prinzip auch genau schauen, worauf es kommt. Wenn ihr auf einem Budget seid, habt ihr zum Beispiel hier die Möglichkeit, solche runtergesetzten Packungen zu nehmen. Ich persönlich esse es nicht, weil es halt Haltungsform 1 ist. Das heißt, die Tiere haben wahrscheinlich kaum Sonnenlicht gesehen. Darum würde ich persönlich es nicht essen. Wenn man aber wirklich darauf achten muss, aufs Geld achten muss, ist das natürlich eine tolle Wahl. Vor allen Dingen, wenn ihr so früh hier seid wie ich, habt ihr immer noch die Möglichkeit, hier nochmal 30% drauf zu sparen. Das heißt, hier ein Kilo 4,89 ist natürlich gut. Es ist einfach so, dass hier nicht mehr ganz so viel gute Lebensmittel oder gute Werte drin sind wie in einem Bio Produkt, aber wie gesagt, das kommt natürlich immer darauf an, man muss es sich auch leisten können. Was bringt einem das beste Essen, wenn man es nicht bezahlen kann? Das ist zum Beispiel etwas, was immer sehr, sehr gut funktioniert. Dann hat man hier auch dasselbe mit Hähnchenkeulen. Auch sehr gut, weil man hier sehr viele Fette hat. Das ist, diese Haut hat wahnsinnig viel Fett. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Und die hat man auch sehr, sehr schnell zum Beispiel in einer Heißluftfritteuse gemacht. Tolles Produkt. Im Gegensatz zu zum Beispiel sowas, wo natürlich da eine Panade drin ist. Das heißt, sobald etwas paniert ist, ist es auf jeden Fall raus. Hier sind noch Cornflakes drumherum, also braucht man nicht wirklich. Dann könnt ihr im Prinzip die Sachen weiter durchgehen. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Schweinesteak, was natürlich auch an für sich eine gute Sache ist, aber Pfeffer ist mariniert. Und hier haben wir dann dasselbe Problem, ein Stück Fleisch, wo schon draufsteht, es ist nur 90% Schweinefleisch. Das heißt, hier ist 10% anderes Zeug drin und damit ist das auf jeden Fall raus. Was gut ist, wenn man es kann, ich kann es nicht, ist zum Beispiel sowas. Das ist also ein Kaninchen, ganz mit Leber. Vorteil ist halt, man hat hier eine Leber bei, was in der karnivoren Ernährung super ist. Wer Leber essen kann, ich kann es nicht. Ich kriege keine eine rein gegessen. Abgesehen davon, dass das ja auch Halteklasse 1 ist, also das Tier auch wahrscheinlich kaum das Sonnenlicht gesehen hat. Ist es aber auch auf einem Budget okay. Das wäre jetzt hier ein ganzes Kaninchen für 10 Euro. Was ich noch ein Problem habe, ist, dass wenn ihr das mal betrachtet, wenn ihr ein Kaninchen oder eine Katze nimmt, jetzt zieht das Fell ab, macht Schwanz und
Pfoten ab, Kopf ab, dann sehen die ziemlich gleich aus und das ist, da bin ich raus. Gut, was haben wir hier noch? Dann haben wir natürlich solche Sachen, Puten-Mini-Filets. Bei Puten-Filets hat im Prinzip, gibt einen riesigen Vorteil. Das hat sogar Haltungsklasse 2. Nein. Der Vorteil hieran ist, es hat kaum Fett. Das heißt, ihr könnt euer Fett selber dosieren, wenn ihr es möchtet. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte wirklich mehr Kontrolle darüber behalten, habt ihr bei Puten, Mini-Filets oder Steaks oder was ähnliches einfach eine super Kontrolle. Im Gegensatz zum Beispiel, wie hier bei einem Hackfleisch, wo ihr eigentlich nie ganz genau sagen könnt, wie viel drin ist. Also ich werde häufig gefragt, wie viel Prozent Fett muss ich denn hier anrechnen? Kann man nicht sagen. Es kommt darauf an, wer hat es abgelöst, welches Tier war es und so weiter. Also das könnt ihr nicht so gut unter Kontrolle halten wie zum Beispiel guten. Hier haben wir zum Beispiel Schweinebauch. Schweinebauch ist auch eine super Sache. Und ja, wie gesagt, Schweinebauch ist super, wer es mag. Das ist eine gute Sache. Hier sind weiter panierte Sachen im Prinzip auch raus. Aber dann gehen wir mal zu den etwas spannenderen Sachen. So, und zwar hier beginnt im Prinzip der etwas spannendere Bereich, weil ihr habt zum einen Fisch. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel ist eine Dorade, wenn ich mich nicht täusche, ja, also wenn ihr hier eine Dorade habt, komplette Dorade, könnt ihr natürlich essen, gar kein Problem. Fisch ist auf jeden Fall immer drin, das heißt, gar kein Problem. Bei den Fischen, und darauf achten, wie die Augen aussehen, sind die zu glasig nachts liegen. Forelle, noch besser, auch sehr, sehr, sehr lecker. Was haben wir unten? Käse, ja, also solche Grilltaler ist immer schwierig. Also ich persönlich bin da raus. Ja, hier sind 42% Käse drin, 31% Gouda. Das heißt, wir sind irgendwo bei 73% von dem, was wir wollen. Und der Rest ist dann halt Stärke, sonstiges. Das heißt, das ist dann auch schon wieder nicht Carnivore. Weil das ist dann auch kein Käse, das ist ein Brat- und Grilltaler. Darf man nicht mit Käse verwechseln, ist kein Käse oder darf sich nicht Käse nennen. Nun, was ich sehr empfehlen kann, die nehme ich sehr häufig, Biolachs. Biolachs hat halt sehr, sehr gute Fette, ist bio. Ja, ist etwas, kann ich sehr gut empfehlen und deckt auch sehr gut den Omega-3-Bedarf, den man hat. Wohingegen dann solche Sachen mit Marinade schon wieder raus sind. Wenn ihr eine Marinade braucht, dann macht sie euch selber drauf. Das ist halt auf jeden Fall safe. Weil hier haben wir ja, 98% Lachs, also das ginge schon wieder einigermaßen, ist aber eigentlich auch nicht das, was man wirklich haben will, wenn man sagt, ich will was Gesundes essen. So, dann gehen wir mal gerade, wo wir daneben stehen, hier zu den Fetten. Also, es gibt verschiedene Fette. Jetzt werde ich auch häufig gefragt, mit was ihr braten soll. Wichtig ist, solche Dinge wie Sonnenblumenöl ist wirklich sehr, sehr schwierig für den Körper, ist etwas, was ich auf jeden Fall abraten würde. Genauso wie die Leinöl. Solche Produkte sind komplett raus. Was ihr machen könnt, ist theoretisch ein Kokosöl. Das ist natürlich auch nicht Carnivore, aber es hat einige Vorteile. Carnivore Ernährung ist so, besser ist, wo haben wir es hier? Butterschmalz. Den würde ich selber machen, ganz ehrlich. Aber das ist halt für die Leute, die keinen Bock haben, es selber zu machen. Das ist super einfach schnell gemacht. Ihr nehmt einfach Butter, lasst sie zerlaufen, kocht die auf. Dann gibt es oben lagern sich so einige Stoffe ab, die ihr raushaben wollt. Die filtert ihr raus und dann habt ihr Butterschmalz. Wer keinen Bock dazu hat, kann das auch so kaufen. Ist für die Carnivore Ernährung das Beste, weil hier Butterschmalz, 99,8% Fett. Also das ist wirklich was. Das ist im Prinzip wie Butter, schmeckt auch wie Butter, aber ihr könnt es wirklich zum Braten nehmen, was ihr mit normaler Butter nicht könnt. Alle anderen da, Olivenöl, extra nativ. Egal, alles raus, alles nichts, was ihr nehmen könnt. Genauso wie hier diese ganzen, haben wir eben schon mal, die ganzen hochverarbeiteten Produkte, weil hier ist dann Schwein. Schwein ist im Prinzip auch gut. Also was ich zum Beispiel gerne mag, sind solche Rippchen, die einfach mit ein bisschen Pfeffersalz marinieren, ein bisschen Butterschmalz zum Beispiel dran und dann für 8 Stunden bei 80 Grad in einen Sous-Vide-Garer. Danach nochmal kurz in den Ofen. Super lecker, super zart, mega. Also das ist etwas, da kann ich mich den ganzen Tag von ernähren. Hier ist alles Schwein. Der Nachteil am Schwein ist einfach, es bringt uns nichts. Also wir müssen halt schauen, ihr kennt das bestimmt aus der carnivoren Ernährung, dass ihr irgendwann nicht mehr so wirklich viel Hunger habt. Und dann müsst ihr eure Mahlzeiten optimieren. Und bei Schwein ist es halt so, Schwein hat vom Inhalt halt nicht besonders viel von dem, was wir wollen. Was wir eher wollen, sind Tiere mit mehreren Mägen. Warum? Weil das vorverdaut ist. Das heißt, das Essen, was wir haben, ist im Prinzip vorverdaut, also es geht deutlich mehr ins Fleisch. Das Fleisch ist für uns einfach
gehaltvoller. Das ist dasselbe mit Geflügel. Geflügel hat, wie gesagt, den einen Vorteil, was ich eben schon mal erwähnt habe. Ihr habt halt die Möglichkeit, die Sachen besser zu kontrollieren, wie viel Fett ihr wirklich zu euch nehmt. Der Nachteil ist auch ein Geflügel hat natürlich einen schönen Eiweißanteil, hat wenig Fett. Das heißt, ihr müsst auch Fett dazusetzen und es hat halt auch wenig Inhaltsstoffe. Es ist halt nicht vorbearbeitet, sondern richtig fermentiert. Also man kann sagen, wenn ein Tier mehrere Mägen hat, dann fermentiert es die Sachen vor. Ist also eine gute Sache. Hier in der Kopfseite, wir haben dasselbe. Großteil unten haben wir die Sachen, die okay sind und hier oben sind die Sachen, die eingelegt sind. Aber hier ist Rind. Das heißt, das sind im Prinzip die Sachen, die gut sind. Ob ihr jetzt zum Beispiel unten auch dasselbe Rinderhackfleisch. Morgens, wenn ihr da seid, habt ihr meistens einen guten Preis, dass es nochmal runtergesetzt ist, auch wenn man auf dem Budget ist. Ich persönlich mag halt hier das Bio lieber. Davon könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Ihr habt meistens nur gutes Fett mit drin. Funktioniert bei Rums dem Ähnlichen. Halt drauf schauen, wie das hier. Das ist natürlich, das ist mariniert. So, das heißt, da ein bisschen drauf achten, womit es mariniert ist. Immerhin 97% Fleisch, also 3% Marinat, das wäre vielleicht nicht mal landet. Aber besser wäre das natürlich dann sowas nicht nur, weil es Bio ist, also eine bessere Haltungsklasse hat, mehr Inhalte. Einfach weil es nicht mariniert ist, aber es ist natürlich auch eine Ecke teurer, würde ich trotzdem empfehlen, wer es kann. Blut sind aber auch bei der Fischabteilung. Garnelen, ähnliche Sachen sind super. Es nennt sich Surf and Turf. Das heißt, es gibt ganz oft die Möglichkeit, die einfach auszugleichen, wenn euch irgendetwas an Fetten zum Beispiel fehlt. Gut, dann kommen wir mal zur Käseabteilung. Das ist natürlich auch was ich häufig gefragt werde. Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Also wichtig ist das, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, diese Taler, die nichts mit Käse zu tun haben, die sind raus. Wenn ihr halt einen richtigen Käse habt, das heißt, ihr habt ein Produkt, was wirklich nicht auch Käse nennen darf. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Gouda. Würde ich halt auch immer Bio empfehlen, weil die Tiere bekommen halt einfach Hormone. Und gerade bei Käse ist es so, Käse hat sowieso mehr Hormone, weil es ist halt aus Milch gemacht. Milch ist von einer fremden Spezies für sein Baby, um es Fett zu bekommen. So, wenn ihr jetzt noch ein Tier habt, was künstlich aufrechterhalten wird, am Leben erhalten wird, dann habt ihr natürlich die weiteren Hormone, die das Tier gespritzt bekommt, auch noch hier drin, da seid ihr bei Bio etwas auf der richtigen Seite. Das kann man nehmen, wenn es euch nicht triggert. Das ist das ist halt das Problem, wenn ihr hier so einen Gouda sieht, da hat 100 Gramm halt schon 27,2 Gramm Fett. Wir achten natürlich darauf, aber es kann sein, dass ihr hier von unnötig Hunger bekommt. Und gerade bei Carnivore ist es halt so, dass ihr die Möglichkeit habt, mal einmal den Hunger loszuwerden. Der beste Käse tatsächlich für die Carnivore Ernährung ist, wo haben wir ihn? Ja, Gorgonzola. Warum? Weil Gorgonzola 0 Gramm Kohlenhydrate hat und sehr, sehr gute Fettquellen. Und auf eine bestimmte Weise hergestellt wird, ein bestimmtes Aging hat. Das ist der ganz klassische Carnivore-Käse, den ich nicht mag. Doch bin ich so raus. Aber wer ihn mag und den Käse essen möchte, Gorgonzola, natürlich auch nicht Euglumid, aber wer was möchte, ja, das hier super. Hier sind natürlich alle Sachen raus. Also das heißt, ob ihr sowas habt, was natürlich gar nichts mit Ernährung zu tun hat. Oder High Protein, da hatte ich ja auch schon mal was drüber gemacht, diese Dinger. Oder reiner Quark oder Joghurt. Hat alles nichts mit Carnivore zu tun. Bei Butter? Butter geht. All you can eat. Butter könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel Hühnchen habt, ihr wollt doch Kontrolle haben. Ihr wollt ein Fett? Butter. Butter ist das Produkt eurer Wahl. Auch hier ist es aus Milch hergestellt. Würde ich immer zu Bio raten. Wenn es geht, der Preis, da steht es auch da. Aber ist auf jeden Fall machbar. Und auch wenn ihr das dann zu braten braucht, einfach 2-3 von den Packungen erhitzen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hiermit euch Butterschmalz herzustellen, womit ihr auch danach ja kochen könnt, was also höher erhitzbar ist. Und ja, das ist einfach das Wichtige. Das Einzige, was wir hier natürlich noch haben, sind Eier. Genau, das sind Eier. Die haben wir hier. Kasse 2 wird aufgemacht. Gut, hier sind jetzt keine Bio-Eier, aber ist egal. Ich nehme einfach mal irgendwelche Eier. Eier gehen natürlich auch. Eier sind all you can. Könnt ihr gerne so viel von essen, wie ihr möchtet. Gar kein Problem. Ist das ganz Klassische, was viele machen. Viele machen halt dieses nur Steak. Rindfleisch. Super. Und dann gibt es halt viele, die Rindfleisch und Ei machen. Das sind so die Klassiker, die ich euch halt empfehlen kann. Aber das ist letztendlich auch alles, was es hier gibt, was von Interesse ist. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Kontrastprogramm. Okay, jetzt haben wir mal so ein bisschen das Kontrastprogramm. Wie man sieht, das ist im Prinzip das, wo ich gerne einkaufe. Wie man schon sieht, der Unterschied ist einfach gigantisch. Also wir haben hier einen wesentlich kleineren Laden.
Und wie man auch sieht, hier wird das Fleisch selber hergestellt. Man sieht es also oben an den Bildern. Das sind also Tiere, die werden wir uns auch gleich angucken. Und hier wird mit Idealismus gearbeitet. Das bedeutet, hier geht es wirklich darum, wie ich gerade noch mit der Besitzerin gesprochen habe, sie werden nicht reich davon werden, aber es geht ihnen halt darum, dass es den Tieren gut geht. Und hier haben wir zum Beispiel einen Unterschied. Hier haben wir das frische Fleisch. Es ist immer noch was vorhanden. Und hier ist es halt das Tolle. Man kann wirklich auch ein Viertel Rind vorbestellen, was ich empfehlen würde. Wenn man wirklich von Nose to Tail essen möchte, hat man wirklich einmal alles drin. Und das ist einfach hier der große Vorteil. Und wie wir hier sehen, hier haben wir, es werden aus verschiedenen, von verschiedenen Betrieben aus der Nähe auch teilweise noch Sachen dazugekauft, wie zum Beispiel hier die Sachen, die sind nicht von dem Betrieb, also hier vorne die, hinten, hier wird im Prinzip hergestellt Geflügel und halt diese Rinder, die wir uns gleich auch anschauen werden. Und hier haben wir natürlich ganz tolle Sachen. Wie man das sieht, die Sachen sind sehr dunkel. Das ist diese spezielle Eigenart dieser Rinder. Die sind, gehen etwas stärker in die Wildrichtung, haben aber noch mal mehr Inhalt. Und der Vorteil ist, das Ganze ist nicht Bio, ne, hat kein Bio-Siegel, aber die Tiere werden garantiert genauso gut gehalten wie bei jedem Bio-Siegel. Nur man muss halt immer überlegen, warum braucht man ein Bio-Siegel? Und hier, wenn ihr dieses einmal gegessen habt, ich verlinke euch nachher den Link zu diesem Geschäft, ruft ihr an. Wirklich unterstützt es, ich liebe es. Mittlerweile kommen Menschen aus ganz Deutschland hierhin, weil es auch wirklich ein toller Betrieb ist. Dann haben wir hier die Kühlsachen, auch hier natürlich wieder Käse für die Leute, die Käse gerne möchten. Es ist immer die Frage, will man das oder nicht. Aber auch hier, die Sachen kommen alle aus der näheren Umgebung. Das heißt, sie sind alle im Hof gemacht, also wie man hier sieht, Thomashof, also es ist wirklich Handarbeit. Es ist keine Industrie dahinter. Ja, wie man hier auch sieht, an den Aufklebern, die sind also wirklich in Kleinbetrieben gemacht und das ist halt schön. Also ich persönlich mag das. Das heißt, man weiß auch, was drin ist. Es wird auch kein Mist benutzt. Und hier im nächsten genauso. Auch wenn das hier in Dosen eingepackt ist, ist das von einem Betrieb, der hier in der Nähe ist, der nennt sich Prangenberg. Ein ganz toller Metzgereibetrieb, wo auch die Rinder von hier geschlachtet werden. Also fährt man von hier aus 3, 4 Minuten hin, was für die Tiere auch wesentlich weniger Stress ist als bei vielen anderen Betrieben, wo die teilweise stundenlang in so bei jedem Wind und Wetter über die Autobahn gekutscht werden, werden die hier wirklich dahin gebracht. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und es gibt natürlich auch Leute, die gerne Dosen haben wollen. Auch das wird hier hergestellt. Dann haben wir hier verschiedene Schaf- und Ziegenkäse, ne, für uns gerade, das ist dann eher was Ketogenes, wirklich eine tolle Sache, sehr viel MCT-Öl. Und weiter hier hinten haben wir dann etwas, was ich extrem wichtig finde, und zwar tiefgefrorene Sachen. Ich bin gestern noch im Live gefragt worden, also es wäre ja schlimm, wenn jeder Mensch wirklich Fleisch essen würde, weil dann gäbe es zu wenig Fleisch. Sehe ich gar nicht so. Das Problem ist, jeder von uns will unbedingt frisches Fleisch haben. Das heißt, das Fleisch muss wirklich ein paar Stunden alt sein, nur dann ist es funktional. Und das muss nicht sein. Wie zum Beispiel hier die Sachen, die sind alle eingefroren. Ja. Und was, wenn ich zum Beispiel hier einen Rinderbraten habe? Was stört mich daran, den irgendwie kurz vorher aufzutauen? Dass man wirklich sagt, ich schlachte ein Tier, so und so viel weiß ich, geht in den frischen Verkauf, aber ich schmeiße nichts weg, sondern ich friere es halt ein. Auch zum Beispiel das Hackfleisch ist etwas, davon habe ich immer ganz, ganz viel zu Hause. Super. Gut, aber zum wirklichen Inhalt, abgesehen davon, ihr merkt, ich schwärme hier von dem Geschäft, weil es einfach nicht nur die Besitzer unheimlich nett sind und das wirklich mit Herz machen, das seht ihr auch nachher, wie die Tiere gehalten sind. Die können mir Geschichten über jedes einzelne Tier erzählen, hier sind Bilder von den Tieren. Also es ist eine ganz andere Wertschätzung dahinter, sondern auch die Produkte sind einfach extrem gut. Wie gesagt, ihr wisst, ich mache keine Werbung, ich verdiene daran auch nichts, aber wirklich, wenn ihr Lust habt, diesen Betrieb zu unterstützen, hier drunter schicke ich euch die E-Mail-Adresse, meldet euch hier. Solange es geht, nur lasst mir was übrig. Das Fleisch ist wirklich mega lecker. Es geht in die Richtung Wildfleisch, super. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier oben verschiedene Rinderprodukte. Rind ist, wie gesagt, das Optimalste, was man essen kann in der karnivoren Ernährung, weil es einfach mehrere Magen hat. Das heißt, es wird wirklich vorfermentiert. Das heißt, man hat wirklich ein etwas besseres Fleischverhältnis. Das heißt, das, was im Fleisch landet nachher, ist für uns noch besser verdaubar, weil sie essen natürlich Pflanzen, aber diese Pflanzen werden halt, wie gesagt, zweimal verdaut und dadurch werden die Giftstoffe, danke, danke, liebes Rind, für uns etwas mehr rausgefiltert. Dann haben wir hier zum Beispiel, wir haben hier Steaks, wir haben hier Rinderbraten. Selbst die Würstchen, da ist hier wirklich kein Mist mit drin. Also es ist wirklich total angenehm. Und dann haben wir hier unten, wenn man ein Stückchen tiefer geht, zum Beispiel noch Dammwildkeule. Ja, auch
Dammwild hat mehrere Mägen. Auch das ist für uns wirklich, wirklich spannend. Wenn man noch tiefer geht, haben wir hier Hähnchen und hier unten geht es dann weiter mit Rindernieren zum Beispiel. Es ist ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was jeder immer auch sich im Klaren sein sollte. Das sind wirklich Tiere, die komplett gegessen werden können. Ob man Nierchen mag oder nicht. Ich persönlich mag sie leider nicht, aber sie sind sehr, sehr gut. Und hier sieht man halt auch Rinderknochen zu mitnehmen. Das heißt, wenn ihr verschiedene Produkte braucht, wenn ihr Mineralien, Vitamine braucht, wenn ihr Kollagen braucht, nehmt das. Oder was mir auch gerade die Besitzerin nochmal gesagt hat, ihr könnt hier Hähnchenfüße kaufen. Hähnchenfüße ist mittlerweile der größte Knaller. Hähnchenfüße auskochen, ja. Ihr habt Kollagen bis zum Abwinken. Ja, also mittlerweile kommen die mit den Tieren nicht mehr hinterher, weil hier gibt es halt auch nur eine bestimmte Menge. Und ja, da wird halt dementsprechend die Füße werden halt dafür gekauft, um das Kollagen herzustellen. So, wie ihr seht, hier alle weiteren Produkte, ich gehe einmal kurz hier durch, obwohl es nicht Carnivore ist, ihr seht halt, es ist alles wirklich Dinge, die wirklich selbst gemacht sind. Der Honig kommt hier aus der Gegend. Hier haben wir auch nochmal, da werde ich auch gleich schön von einkaufen. Mettwürstchen und Landjägerwürstchen, ganz, ganz toll. Und leider möchten die Besitzer nicht mit aufs Video, kann ich aber auch gut verstehen. Aber wie gesagt, wenn jemand Lust hat, das Ganze hier zu unterstützen, ihr seht auch überall die Bilder von den Tieren. Also hier, die Tiere sind wirklich, werden gewertschätzt. Ein ganz toller Laden. Und das ist wirklich ein Kontrastprogramm zu dem von eben. Und jetzt gehen wir uns mal die Rinder angucken. Dann gehen wir noch mal gucken, wie es den Tieren hier draußen geht. Es ist super heiß. Da hinten sind die Gänse. Es sind fast 30 Grad. Die Gänse haben sich da hinten auch schon unter dem Baum zusammengepfercht. Total verständlich. Also hier oben sind gerade nur Jungbullen. Es ist halt, hier gibt es mehrere Wiesen. Und was halt super schön ist, ist einfach der Fakt, dass es hier Platz gibt. Also wie ihr seht, das ist auch nicht sehr industriell. Die Tiere sind 365 Tage im Jahr hier draußen. Ja, vorne ist auch ihr Gehege. Ich hoffe, dass wir, da sind auch ein paar, dass wir ein paar von den Bullen sehen können. Hier oben sind fünf oder sechs Bullen. Die Kühe sind woanders. Und ja, dann könnt ihr gleich mal sehen, wie es hier aussieht. Also, wie ihr seht, die haben hier Schatten. Da sind sie auch. Das sind so tolle Tiere, ne? Die haben hier halt Schatten. Die können im Schatten stehen. Die stehen hier im Wasser drin, in ihrem, ja, in ihrer eigenen Gülle. Aber es ist für die Hufe halt auch ganz gut. Und das ist was ich ganz schlimm finde, wenn man es immer wieder sieht, wenn die Tiere irgendwo sind und keine Möglichkeit haben, sich unterzustellen. Darauf könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr unterwegs seid und ihr seht Kühe auf der Weide. Oft haben die nicht mal einen Baum. Und schaut euch das hier mal an, wie das aussieht. Da, dieses Ganze, wie idyllisch das ist, wie viele Bäume hier überall sind. Die können hier wirklich überall rumlaufen. Also hier ist sonst, außer natürlich hier außen zum Weg, dieser Zaun hier, ist hier nichts abgesperrt. Das heißt, die haben die Möglichkeit, sich überall zu bewegen, wo sie möchten. Haben also die Möglichkeit zu fressen, wenn sie Lust haben, was sie Lust haben. Und hier dürfen sie dann an diesem Haus chillen. Also wie ihr seht, das sind ganz, ganz tolle Tiere. Das Schöne an denen ist, die haben halt kein Biosiegel, aber wie die Besitzer mir auch gesagt haben, die fressen halt auch nichts anderes. Also selbst ein Kraftfutter oder so würden die gar nicht mal wirklich anrühren. Wie ihr seht, hier auch diese Futterkrippe, die ist halt leer, weil klar, jetzt ist natürlich auch genug, wie man hier sieht, genug Rasen da. Also es ist genug Platz für alles, also gar kein Problem, hier was zu essen zu finden. Und ja, also von daher ist das alles gut. Und das ist halt auch der Unterschied, wenn man jetzt zu dem Discounter von eben denkt, wo man nicht weiß, genau, wo sind die Tiere her. Hier sieht man, dass das wirklich tolle Tiere sind, was es für Tiere sind, dass es starke Tiere sind, dass sie Muskelfleisch haben, dass es ihnen gut geht. Und wie gesagt, sie werden ungefähr 3 bis 5 Minuten von hier geschlachtet. Das heißt, sie haben, wenn ihr Tag dann gekommen ist, es auch nicht wirklich weit und sind schnell da, weil gerade der Transport ist für Tiere halt ein unheimlicher Stress. Und auch das geht letztendlich zusätzlich noch in die Fleischqualität rein. Das heißt, ja, mal gucken, ob die herkommen. Hey, verschmust sind sie nicht, am absoluter Minuspunkt, aber das war klar. Na gut, also ihr habt das gesehen, dann würde ich sagen, bis gleich. Gut, wie ihr gesehen habt, es gibt einen ganz gravierenden Unterschied, wo man einkauft. Es ist natürlich aber auch immer eine Budgetfrage und definitiv ist es besser, in keinen so hochwertigen Bereich einzukaufen, als gar nicht Keto zu leben oder gar nicht Carnivore zu leben. Aber ihr seht, für die Tiere, wenn ihr es könnt, würde es mich freuen, wenn ihr jetzt den Hof unterstützt oder euch einfach umschaut. Bei euch in der Nähe wird es bestimmt auch einen Hof gehen, der ähnlich arbeitet. Geht einfach vorbei, schaut es euch an, schaut vor allen Dingen, wenn ihr könnt, wie es den Tieren geht. Und sowohl vom Inhalt des Fleisches als auch vom Tierwohl selber ist es einfach deutlich besser, wenn ihr
nachhaltig kauft. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr total überfordert seid mit der carnivoren Ernährung, denkt dran, ab dem 1.9. mache ich ein Event, wozu ihr euch hier gerne anmelden könnt. Und ja, wenn ihr Lust habt, mich kennenzulernen, wenn ihr Lust habt, in die Welt des Ketogenen oder des Carnivoren einzutauchen und nicht alleine dabei sein wollt, dann meldet euch sehr gerne. Und ja, sonst lasst mir ein Like da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sehr gerne auch ein Abo. Und wir sehen uns spätestens nächsten Montag wieder. Macht's gut.